Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr Lieben, heute mal aus dem abendlichen Hühnerstall. Also leider konnte ich das Intro die Woche überhaupt nicht machen. Ich hatte keine Zeit. Und heute ist es so kalt und es ist jetzt auch schon richtig dunkel draußen. Also es ist Wahnsinn. Es hat sich so abgekühlt. Wir hatten jetzt richtig starken Bodenfrost die Nacht. Und die Winde, die fegen über unseren Garten und vereisen einfach alles. Und deswegen habe ich gedacht, ich ziehe mich mal hier in den Hühnerstall zurück. Hier ist es schön angenehm warm. Und es ist vor allen Dingen auch hell. Die Hühner wollen sich natürlich jetzt zur Nachtruhe begeben, aber ich störe sie jetzt noch ein bisschen für euch. Und ich wollte dieses Mal über mein Beet sprechen. Und zwar, wie ich Beete plane mit ganz verschiedenen Kulturen. Das heißt, nicht nur Gemüse, sondern auch Bäume und Sträucher sind dabei. Und ich möchte euch zeigen, was wir letzte Woche alles noch gepflanzt haben. Da war Gott sei Dank noch kein Bodenfrost und wir konnten noch alles in den Boden bekommen. Und das möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Da war es noch nicht ganz so kalt. Und jetzt sage ich einfach mal Film ab. Am Anfang werde ich noch eine Skizze euch zeigen und werde euch zeigen, was ich mir so für Gedanken mache, wenn ich ein neues Beet plane oder einen neuen Gartenbereich plane. Und dann werde ich euch zeigen, was wir letzte Woche alles gepflanzt haben. Also, Film ab und viel Spaß! Um euch mal zu zeigen, wie ich meine Beete plane, habe ich hier mal so einen kleinen Pflanzplan erstellt für euch. Und es handelt sich hierbei um das allerletzte hinterste Stück unseres Gartens zum Feld zu, was wir jetzt noch gar nicht weiter bearbeitet haben. Hier steht eine alte Laube, die soll mal umfunktioniert werden als Schafstall. Momentan ist es Stroh- und Heulager. Und es stehen schon einige Sachen drauf. Alle die bunt gemalt sind, sind schon da. Das heißt, wenn man so einen Plan erstellt, sollte man natürlich zuallererst einzeichnen, was bereits alles sich in diesem Gartenteil befindet. Ganz hinten am Feld seht ihr den Laxton Superb. Das ist ein schöner großer Apfelhalbstamm. Und eine Hecke, die geht zum Feld hin, die werde ich natürlich auch unbedingt stehen lassen, auch für die Vögel. Eine Ligusterhecke, ganz, ganz wichtig. Und links, ganz links seht ihr, dort haben wir ja letztes Jahr im Frühjahr eine neue Ligusterhecke gepflanzt. Die ist auch sehr gut gewachsen, auch für die Vögel, denn sie profitieren von den Beeren und sie verstecken sich auch gerne in der Hecke. Und alles, was jetzt mit Bleistift eingezeichnet ist, das ist das, was ich jetzt praktisch neu gepflanzt habe. Hier seht ihr noch in der Mitte einen Grafensteiner Apfel. Das ist der allererste Apfelbaum, den ich überhaupt hier gepflanzt habe auf dem Grundstück. Und der ist jetzt praktisch im fünften Jahr, steht er jetzt dort. Hat sich jetzt nicht ganz so toll gemacht bisher. Ein paar Äpfel hingen schon dran, aber mal gucken, wie der jetzt in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Und ich habe auch an den Stall dran direkt eine Maulbeere noch gepflanzt, die ich dann später auch als Schaffutter verwenden möchte. Und und im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, hier vorne rechts in der Ecke unten, da seht ihr die Heidelbeeren und die Preiselbeeren, die haben wir im letzten Video zusammen gepflanzt. Da hatte ich ja drei Heidelbeersträucher eingepflanzt und die Preiselbeeren als Unterpflanzung. Und außerdem stehen dort am Weg noch ein Pfirsich, eine Aprikose. Und dort habe ich als Unterpflanzung Aronias gesetzt und auch eine Quitte. Wie gesagt, zeige ich euch dann alles noch im Anschluss, wie ich das gepflanzt habe. Und dort steht schon ein wunderschöner großer Holunder, der steht schon längere Zeit dort. Tja, und jetzt möchte ich euch ganz einfach mal erklären, was so meine Gedanken und Ideen sind, wie ich meine Beete plane. Am allerwichtigsten für mich bei der Beetplanung sind die Himmelsrichtungen und natürlich, wo die Sonne herkommt und auch der Wind, also Wettereinflüsse, ganz wichtig für Pflanzen. Und deswegen habe ich mir natürlich überlegt, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Das haben wir als Kinder schon gelernt und das könnt ihr euch auch für eure Beetplanung zunutze machen.
Denn ich persönlich pflanze alles, was sehr hoch wird, wie zum Beispiel meine Pekannuss, die ja wirklich viele, viele Meter hoch wird, die pflanze ich immer in den Norden. Also alles, was mir mein Gemüse oder meine anderen Pflanzen beschatten könnte, das geht bei mir in den Norden. Das ist so eine Faustregel, die ich für meine Beetplanung immer beachte. Nach Süden hin sollte es möglichst immer relativ frei bleiben. Das heißt, wie ihr hier seht, habe ich auch einen Halbstamm, einen Pflaumenhalbstamm, direkt vor meine Gemüsebeete gepflanzt. Macht mir jetzt aber nichts aus. Er steht ein bisschen abseits, also er beschattet die nicht direkt. Und ich mache das auch wirklich so, dass ich schon einige Obstbäume, vor allen Dingen Buschbäume, also kleiner wachsendere Obstbäume, ab und zu zwischen meine Gemüsebeete packe, weil die Sommer immer ja, stärker werden. Das heißt, es wird immer heißer, trockener und auch die Sonne wird immer stärker. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch unter meinen kleinen Obstbäumen, also Buschbäumen, bestimmte Gemüsesorten gut wachsen, wie zum Beispiel Salate, die zum Beispiel diese krasse, grelle Sonneneinstrahlung nicht mögen. Ganz wichtig ist auch der Wind zu beachten, denn bei uns ist es sehr windig, denn wir haben unseren Garten direkt am Feld und vor allen Dingen hier hinten sind wir sehr, sehr den Wettereinflüssen ausgesetzt und es ist immer gut, wenn man für das Gemüse ein Mikroklima erschafft und das kann man eben mit solchen essbaren Hecken erschaffen. Und deswegen habe ich an meine Westseite, denn das ist die Seite im Westen, wo bei uns der meiste Wind und Sturm herkommt. Und dort habe ich eine essbare Windschutzhecke gepflanzt. Einmal seht ihr ja hier hinten den Liguster und dann habe ich auch noch kleine Maulbeersträucher gepflanzt, Himbeeren, Hasel und auch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel die Kornelkirsche. Und auch ich habe in diese kleine Hecke auch einige Bäume mit reingepflanzt, wie zum Beispiel die essbare Eberesche, die natürlich für uns gut ist und auch für die Vögel. Und so, ja, pflanze ich eben meistens gerne entweder etwas, was für die Natur gut ist, also einheimische Wildgehölze für Vögel und so weiter. Und ich verwende auch gerne Wildgehölze, die wir natürlich auch selber nutzen können und wo wir auch dann selber eine Ernte in einigen Jahren davon tragen. Außerdem sind hier noch einige Hainbuchen dazwischen. Die sollen auch wirklich wieder als Futterquelle dienen, für die Kaninchen zum Beispiel, für die Schafe, die vielleicht irgendwann mal kommen. Und so gibt es wieder eine schöne Einheit, sodass entweder wir etwas essen können oder die Tiere etwas davon essen können oder die Vögel oder Wildtiere sich hier auch wohlfühlen können. Und das sind auch schon die wichtigsten Punkte. Also schaut, wo kommt bei euch die Sonne her, wo geht sie auf, wo nimmt sie ihren Mittagslauf, das ist der Süden, und wo geht sie dann unter, das ist der Westen. Und gut ist es auch, wenn das Gemüse viel von der Morgensonne bekommt. Die Morgensonne ist eigentlich mit die wichtigste Sonne und natürlich auch die Mittagssonne. Und im Westen, wenn das Gemüse oder euer Obst nicht ganz so viel von der Abendsonne bekommt, ist das auch kein Problem. Aber versucht wirklich in solchen Kreisläufen zu denken und auch dieses Zusammenspiel von Wind und Wetter mit zu beachten. Wo kommt bei euch der Wind her? Ja, guckt einfach mal, ob ihr für euer Gemüse auch so ein Kleinklima schaffen könnt. Und das sind auch schon ja, die Hauptgründe, die ich mir so gedacht habe. Und dann gehe ich natürlich wieder in diese Mischkultur hinein. Und es soll ja später mal irgendwann ein kleiner Waldgarten werden, hier hinten auf der linken Seite zumindest. Und deswegen habe ich natürlich auch wieder unter meine Großbäume verschiedene Unterpflanzungen gesetzt, wie zum Beispiel bei der kleinen Pflaume befindet sich jetzt schon ein Aronia-Busch, eine kleine essbare Ölweide. Ölweiden sind zum Beispiel auch super, denn die essbaren Ölweiden, ihr könnt die Früchte wieder essen, die Vögel auch, und sie sind Stickstofffixierer. Das heißt, sie unterstützen auch das Gemüse oder den Baum, an dem die Ölweide wächst, mit Stickstoff, die diese Pflanze im Boden wieder binden kann und verfügbar machen kann für andere Pflanzen. Und ihr wisst ja, auch im Wald ist es so, dass man in verschiedenen Ebenen denkt.
Das heißt also die Wurzelebene, die Kräuterebene, ja, die Bodendeckerebene und dann kommen die Kleinstrauch, die Großstrauchebene und so könnt ihr natürlich auch euren Garten aufbauen. Das heißt, ihr könnt unter eure Bäume zum Beispiel als Bodendeckerebene Erdbeeren pflanzen, mache ich ganz oft. Dann kommt eine Kleinstrauchebene mit Johannisbeeren, dann kommt eine höhere Strauchebene mit Aroniabeeren oder der Ölweide. Und so hangelt ihr euch lang hoch und könnt den Platz unter einem Baum noch effektiv nutzen und daneben eure Gemüsebeete anlegen. Denn ihr seht ja auch bei mir in der Mitte sollen oder ja kommen Gemüsebeete hin. Das heißt, dieses Jahr hatten wir hier unsere Kartoffeln als Erstkultur drin. Das mache ich sehr gerne, dass ich immer zuerst Kartoffeln anbaue. Die lockern mir die Erde richtig schön durch. Dann habe ich nochmal eine Gründüngung hingeschmissen, damit einfach der Boden gut bedeckt ist über den Winter und durchwurzelt ist, denn ein durchwurzelter Boden ist immer der gesündeste Boden. Und dann nach und nach, je größer die Bäume werden, umso mehr wird das Gemüse schwinden und es wird dann nur noch wie eine Art essbarer Waldgarten. Das heißt, man schreitet dann hier durch, kann dann von den Großbäumen ernten und auch die Himbeeren werden sich vermehren. Die Brombeeren, die ich hier auch auf die linke Seite, auf die Westseite gepflanzt habe, das wird sich alles dann ausbreiten und so wird die Gemüsefläche immer kleiner, aber die Ertragsfläche von den Bäumen und Sträuchern immer größer und so wandelt sich natürlich dieses Gartenstück dann über die Zeit. Und das ist auch gewollt. Und jetzt geht es auch gleich weiter mit dem Auspacken von meinen Pflanzen. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie ich hier einige pflanze. Und hier habe ich jetzt ein Paket von der Baumschule Eggert, wo ich sehr gerne bestelle. Und gleich daneben auch von der Baum- und Rebschule Schreiber. Herzlichen Dank nochmal, lieber Dominik, dass du mir noch ein extra Quittenbäumchen mit eingepackt hast. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Einige von euch werden sicherlich die Baum- und Rebschule Schreiber kennen, denn es gibt ja auch einen Kanal hier auf YouTube. Und ja, und ich packe hier jetzt erstmal meine Pflanzen aus. Ihr seht hier schon, einige Bäume sind wurzelnackt. Das habe ich sehr gerne. Im Winter pflanze ich sehr, sehr gerne wurzelnackte Bäume. Die wachsen auch meistens sehr, sehr gut an. Mit dabei war hier die Birnenquitte Ispolinskaya und auch eine Apfelquitte. Das Geschenk vom Dominik, die Krümska. Herzlichen Dank. Sehr, sehr schön. Und ich habe mir hier eine Pekannuss gekauft, die Pawnee. Bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Und eine kleine Kiwi, die Isai, die kommt in mein Mandala-Beet mit. Und eine Brombeere, die habe ich auch schon alle gepflanzt. Wie gesagt, alles nach hinten. Und hier ist zum Beispiel eine schwarze Himbeere, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und eine essbare Zierquitte. Genauso wie ja, noch eine Apfelbeere, die Eugene und eine essbare Ölweide. Tja, und ich bin hier ganz reichlich bepackt mit meinen Pflanzen und mache mich jetzt mal auf und fange auch gleich mit der Pawnee, mit der Pekannuss an. Ja, wie ich schon gesagt hatte, möchte ich natürlich alle extrem stark und hoch wachsenden Pflanzen auf die Nordseite pflanzen. Deswegen seht ihr mich hier, wie ich hier ganz nahe an der Grenze praktisch zu unserem Grundstück ungefähr in 3 bis 4 Meter Abstand natürlich den Baum jetzt pflanze. Der wird ja wirklich riesig. Und deswegen können wir jetzt natürlich die ersten Jahre hier rings um den Baum noch die Beete als Gemüsebeete nutzen, aber das wird sich dann in den kommenden, sage ich mal, 7 bis 10 Jahren dann schon wandeln und dann wird der Baum immer mehr, immer stärker wachsen, immer mehr Fläche einnehmen und ringsherum müssen wir dann schauen, was dann noch gut darunter wächst. Ihr seht hier in der Baumscheibe, hier ist noch ein Mangold, der hatte sich dort ausgesamt und eine große Fetthenne. Die fette Henne, die habe ich ja in verschiedenen Baumscheiben schon mit drin und mal schauen, vielleicht bekommt er dann auch noch eine weitere Unterpflanzung.
Aber das mache ich dann immer so Tippeltappeltour. Das heißt, ich kann nicht alles in einem Jahr pflanzen. Das wird mir dann auch alles zu viel. Aber so ein Garten entwickelt sich ja über eine längere Zeit. Und es kann dann schon sein, dass ich dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr immer mal wieder irgendwelche Stauden teile und die dann zum Beispiel hier mit als Unterpflanzung mit hineinpacke, wie zum Beispiel den Beinwell. Den teile ich auch regelmäßig und packe mir den überall in alle möglichen Baumscheiben mit rein, genauso wie die Winterheckenzwiebel. Und das kann dann schon sein, dass ich dann auch hier die Baumscheibe noch ein bisschen ausgestalte. Jetzt habe ich hier erstmal als Schutz noch ein bisschen Holzhackschnetzel oben drauf getan. Und hier seht ihr mich schon hier die äußerste Ecke, ganz hinten am Feld. Dort habe ich jetzt meine schwarze Himbeere eingepflanzt. Hier pflanzen wir jetzt gerade die Kaki. Die kommt so ziemlich genau an die Gemüsebeete ran. Denn die wird ja auch nicht ganz so groß und ausladend. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Auf den besonders geachtet. Dann mache ich noch einen Wurzelanschnitt, damit sich die Wurzeln besser verzweigen und ja, angeregt werden, ins Wachstum zu kommen. Und genauso muss ich natürlich auch die Krone immer etwas schneiden. Das nennt man den Pflanzschnitt, denn alles, was man von der Wurzel wegnimmt, muss auch von der Krone weggenommen werden, weil sich das ausgleichen muss. Und das nennt man dann den Pflanzschnitt. Manche Baumschulen machen das schon von vornherein, den Pflanzschnitt. Das heißt, da muss man eigentlich gar nichts weiter machen, außer den Baum einzupflanzen. Jetzt hier habe ich die Wurzeln noch mal ganz leicht angeschnitten. Und hier pflanzen wir gerade die nächste Kaki. Die kommt hier hinter die Pfirsiche und Aprikosen. Das hatte ich euch ja in meiner Skizze schon gezeigt. Hinter mir seht ihr, da sind die Heidelbeeren gepflanzt und dann geht es hier weiter Richtung Norden. Und hier stehen jetzt die Pfirsiche und die Aprikosen. Und da kommt die Kaki noch hinzu. Und auch auf der Streuobstwiese haben wir die kleine Apfelquitte eingepflanzt. Ja, ihr seht schon, ich brauchte wirklich die Unterstützung von Daniel, weil es waren einfach zu viele Pflanzen für einen Tag. Und ich wollte wirklich schnell fertig werden, denn ihr wisst ja, Bodenfrost und so weiter. Und dann kommt man wirklich nicht mehr in den Boden hinein. Aber solange es keinen Bodenfrost gibt, könnt ihr den ganzen Winter über pflanzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Von der lieben Melinda und ihrer Mama habe ich auch ein paar tolle Pflanzen bekommen, unter anderem hier diese Haselbüsche. Und da habe ich mich wirklich ganz besonders gefreut. An der Stelle nochmal herzlichen Dank und liebe Grüße. Und hier seht ihr, wie wir an unserer Wildobsthecke hier auch schon einige von diesen Haselsträuchern noch einpflanzen. Und auch hinten in dem Gartenteil, den ich euch am Anfang gezeigt habe, dort hinten an unserer Ligusterhecke, da haben wir auch noch 2, 3 von diesen Haselbüschen eingepflanzt, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann davon auch noch ein paar Zweige ernten können, als Kaninchenfutter, Schaffutter und natürlich auch Haselnüsse ernten können. Und ihr seht schon, ich kürze hier diese Büsche ein. Das hat einfach damit zu tun, dass sie ausgetrieben sind aus der Mutterpflanze als Wurzelausläufer. Und wenn man sie jetzt einfach ohne Pflanzschnitt, also ohne sie drastisch einzukürzen, pflanzen würde, dann kann es halt oft vorkommen, dass sie vertrocknen, denn sie werden von der Mutterpflanze versorgt, von den Mutterwurzeln, und die ist ja jetzt weg. Und deswegen müssen die Pflanzen wirklich ordentlich eingekürzt werden, damit sie dann gut im neuen Jahr durchstarten können. Und wir hoffen einfach, dass das gut gelingt. Zwischendurch habe ich noch die Hühner rausgelassen. Ihr wisst ja, ich lasse sie jetzt jeden Abend ungefähr eine Stunde vor Dämmerung, lasse ich sie raus. Und ihr seht, es ist jetzt schon recht nah am Abend. Und deswegen dürfen sie jetzt raus.
Gefällt es euch besser mit oder ohne Musik? Macht gern mal mit bei dieser kleinen Umfrage hier oben in der Infobox. Und für mich ist immer noch nicht Auszeit mit Pflanzen, sondern weiter Pflanzzeit. Hier gibt es noch eine Brombeere zu pflanzen. Und ja, genau, das kommt alles an die Westseite, so wie ich es euch in meinem Pflanzplan vorhin schon gezeigt habe. Im ersten Jahr mache ich es gern so, dass ich, wenn ich sehr invasives Gras habe, was um den Baum rundherum wächst, hier Pappe auslege und dann auf die Pappe die Hackschnetzel draufpacke. Denn so unterdrückt mir die Pappe wirklich jegliches Aufkommen von Gras und Beikräutern. Genauso habe ich auch den ganzen Streifen im Hintergrund angelegt, wo ihr die Holzhackschnetzel schon seht, denn dort wächst Quecke. Und Quecke ist wirklich sehr invasiv und man vergisst nur ein kleines Wurzelchen und schon wächst die Quecke wieder nach. Und wenn ich jetzt hier die Pappe auslege, dann wird die Quecke und jegliches Gras, jegliche Beikräuter erstmal für das erste Jahr wirklich komplett unterdrückt. Und die Pflanzen sterben an dieser Stelle wirklich ab und ich habe eine freie Baumscheibe und kann dann im nächsten Frühjahr oder auch im nächsten Herbst diese Baumscheibe wieder mit anderen Stauden, Kräutern und so weiter befüllen oder bepflanzen. Tja, natürlich ist diese Methode umstritten, denn viele sagen, dass zu viele Giftstoffe in der Pappe ist. Das muss man wirklich selber wissen. Ich denke, wenn man es einmal macht, wie ich das ja tue, dann ist es kein Problem. Ich mache es nicht ständig, ich mache es wirklich nur dieses eine Mal, um diese ersten Wurzel- und Kräuter oder Beikräuter eben zu unterdrücken, um eine freie Baumscheibe zu haben und dann nicht mehr. So ihr Lieben, das war's dann auch schon mal wieder von mir. Gebt mir gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vielen herzlichen Dank wie immer für eure Spenden, für eure Kommentare, dafür, dass ihr meine Videos schaut. Und herzliche Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.